Willkommen zurück auf diesem Channel mit Baby Kevin, weil wir werden in Retrospektive wieder mal schauen, was ich damals gesagt habe vor 6 Jahren, wo ich nach Los Angeles gekommen bin und ob sich da meine Meinung geändert hat, ob ich da andere Eindrücke habe. Wir schauen uns das Q&A-Video an und sind ungefähr bei einem Drittel und ja, ich würde mal sagen, schauen wir mal weiter, was ich da zu sagen habe. Nur deswegen kann ich das auch so machen. Mal schauen, wie es in Zukunft geht. Aber wie gesagt, in der Zeit, wo ich jetzt hier schon war und bin, ging es eigentlich ganz gut. Eine Frage, die ich auch ganz am Anfang bekommen habe, hast du schon eine Wohnung? Und da hatte ich wirklich am meisten Schiss, muss ich ganz ehrlich sagen, bis zum heutigen Tag. Das hat mich wirklich, 1, 2, 3, 4, 5 Tage hat mich das wirklich fertig gemacht. Ich hatte keine Wohnung. Und das ist wirklich ein krasses Gefühl, wenn du weißt, du kommst in ein ganz neues Land, ganz neue Sitten, ganz neue Situationen. Ja, das war wirklich krasse Existenzangst am Anfang, weil du einfach, du hast gar nichts, ne? Du wärst eigentlich obdachlos, wenn du nicht ein Airbnb hättest. So musst du dir das vorstellen. Sonst, ich hätte mir ein Hotel, Motel, irgendwas nehmen müssen, damit ich überlebe. Aber ich hatte keine Wohnung. Und ich konnte unter normalen Umständen auch keine kriegen, weil ich keine Credit Score hatte. Also es ist wirklich, es war eine ganz crazy Lage. Mal schauen, wo ich da bin jetzt gerade. Du hast keine Wohnung, wo du bleiben kannst. Ja, das ist schon ein bisschen heftig. Aber man muss einfach dranbleiben und es geht. Ich habe eine Wohnung gefunden. Man muss sagen, dass sie relativ teuer ist, aber dennoch habe ich eine. Und darauf werde ich jetzt aufbauen und einfach schauen, wie die Situation sich ausläuft. Und ja, ich war einfach glücklich, dass ich eine erste Station hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn sie teurer war, als ich gedacht habe, aber im Vergleich zu Deutschland war es einfach alles teuer. Ne? Also die war echt bezahlbar und war in einer schönen Wohnung. Ich hatte eine Mitbewohnerin, hatte 2 Katzen. Ich liebe Katzen, aber es war dann doch ein bisschen anstrengend, muss man sagen. Und wie gesagt, umso mehr Leute man kennt, umso mehr Situationen man, in die man sich begibt, umso mehr Möglichkeiten tun sich auf. Auch für Wohnung, auch für Job, auch für andere Situationen, bei mir jetzt Gigs oder Konzerte oder Unterrichtsjobs, was immer. Es funktioniert. Man muss einfach krass dranbleiben. So ist es. Wie gehst du an das Abenteuer heran? Ich hatte keinen Plan. Doch, ich hatte einen Plan. Ich hatte mir ungefähr dreiviertel Jahr im Voraus eine Liste gemacht. Und auf diese Liste schreibe ich immer Dinge auf, wenn mir was einfällt, was wirklich mir helfen könnte. Das heißt, irgendwelche Ideen, wo ich Leute kennenlernen könnte, irgendwelche Connections, die mir einfallen, irgendwelche Jobs, wo ich schon mal gearbeitet habe, die ich wieder anrufen könnte, irgendwelche Locations, die ich cool finde, wo man... Das mache ich bis heute tatsächlich, weil manchmal hat man einfach so Eindrücke, fährt in der Stadt rum und dann sieht man, ah, hier ist ein Musikstudio, hier ist irgendwas anderes, hey, ich schreibe das auf, weil wenn man daheim ist, da hat man vielleicht Bock, irgendwie da anzurufen, E-Mail zu schreiben, irgendwas, so ein Projekt hier an den Start zu bringen. Das mache ich bis heute tatsächlich und das habe ich damals gemacht, eine Riesenliste gehabt, so ein halbes Jahr davor, dreiviertel Jahr davor, bevor ich nach USA gekommen bin, sodass ich sofort starten konnte mit irgendwelchen E-Mails schreiben oder solche Geschichten oder Sachen besuchen. Tatsächlich bin ich da einfach reingelaufen, habe mit den Leuten geredet. Mal Leute kennenlernen, wo ich gegoogelt habe und so weiter und so fort. Und diese Liste ist relativ lang geworden. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt hier drüben bin, habe ich die Möglichkeit, auch diese Orte und diese Leute persönlich zu treffen oder dorthin zu gehen und einfach die Lage zu checken. Weil über Internet geht nur so und so viel, also nicht allzu viel. Und deswegen, die Vorarbeit wurde gemacht und jetzt arbeite ich schon dran, quasi diese Liste Stück für Stück abzuhaken. Reality, es funktioniert auch da. Also ich habe mir da relativ viel Arbeit erspart, indem ich das im Voraus gemacht habe und jetzt quasi direkt rangehe. Vieles kann man aber auch nur machen, wenn man vor Ort ist. Wie ich schon gesagt habe, klar, One-on-One-Gespräche führen, aber auch viele Sachen waren mir gar nicht bewusst. Und die habe ich erst kennengelernt oder gesehen, seitdem ich hier bin und dann quasi Leute kennengelernt habe. Und dann haben die gesagt, hey, check das doch mal aus, geh doch mal dahin. Und so ergibt sich das dann Stück für Stück. Aber mit dieser Liste bin ich schon mal ganz gut gefahren am Anfang, weil ich wusste, hey, ich bin nicht überwältigt, sondern ich habe einfach die Liste, die ich abgeklappert habe. So. Gehen kann und es funktioniert. Wie gesagt, nicht jede Situation, nicht jeder Punkt funktioniert. Ja. Aber von den, keine Ahnung, 50 Punkten funktionieren halt 2. Und das ist schon mal ein sehr, sehr guter Start dafür. Eine davon, mit denen arbeite ich bis heute zusammen, ist auch so eine Künstleragentur, die ich irgendwie über Google gefunden habe. Und arbeite ziemlich eng mit denen zusammen. Dass man in dem komplett neuen Land ist, eine komplett neue Stadt, die man nicht kennt. Und der Rest ist Geschichte. Ich wollte gerade was sagen, aber der Rest ist History.
unabhängig davon, man kann sich Listen machen, man kann im Voraus schon sau viel Zeug machen, aber vieles tut sich auch auf, wenn man vor Ort ist und da mit Leuten ins Gespräch kommt. Es ist einfach so, ich nehme alles manchmal vorweg. Muss man sich einfach gehen lassen, insofern, dass man einfach die Sachen auf sich zukommen lassen muss. So ist es. Ich mache das sehr ungern, aber hier spielt einfach mit eine Rolle. Es muss sich entwickeln, man hat manchmal auch keinen Einfluss drauf. Ja, kannst du mir sagen, was dir an LA gefällt und warum du jetzt zum Beispiel nicht nach New York ziehen wolltest? Ja, das ist eine sehr lustige Frage. Also ich war schon öfters in New York und bin gespannt, was du sagst. Ich war mal in LA quasi, bevor ich hergeflogen bin. Und New York ist eine Wahnsinnsstadt, man hat so viele Möglichkeiten, keine Frage, aber es ist einfach krass, überwältigend. Yes. Ich war da und habe wirklich den Spaß meines Lebens gehabt. Ich habe einen guten Freund, der da wohnt. Shoutout. Aber um ehrlich zu auch jetzt Sherrod. Sein, es ist nicht eine Stadt, wo ich mich heimisch gefühlt habe. Egal, wo ich war, ob ich jetzt in Manhattan nicht war oder ob ich in Brooklyn war. Es war immer so ein Gefühl von, okay, cool, Urlaub, nice. Ich kann dir Geld ausgeben, nice. Aber zum Leben, richtig, weiß ich nicht. Ja. Don't know about that. Hat sich auch nichts geändert in der Hinsicht. Ich kann mich nicht sehen, dass ich dort lebe. Auch wenn ich ihn angenommen den besten Lifestyle haben würde, den es geben könnte, habe ich nicht. Also wahrscheinlich könnte ich mir auch gar nicht leisten. Aber ich habe schon ein bisschen einen Eindruck bekommen, weil wir dort, wie gesagt, auch arbeiten. Dann mit irgendwelchen überreichen Menschen laden die uns dann zum Essen ein. Da bist du da im Restaurant, ein Kumpel von mir, der wirklich in High Society arbeitet. Also ich habe schon einiges gesehen. Und in den letzten 6 Jahren war ich so oft schon wieder auch in New York. Also ich habe schon einen sehr, sehr guten Eindruck von der Stadt. Finde ich nach wie vor immer eine Hammerstadt. Kann man viel erleben. Jedes Mal, wenn ich hingehe, schaue ich mir ein Musical an. Ich liebe Musicals. Habe schon sehr, sehr viele am Broadway gesehen. Aber nach wie vor, ich könnte da nicht leben. Auch ich habe gute Freunde, die hergezogen sind von New York. Und die sagen dasselbe. Ey, es ist so viel nicer hier, weil du einfach ein besseres Leben hast. New York ist ja noch mal doppelt so teuer wie Los Angeles. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ey. Für eine, was weiß ich, Einzimmerwohnung. Nein, sagen wir mal Zweizimmerwohnung. Zahlst du bis zu $4,000. Also es ist horrend. Es ist ganz, ganz schlimm. Und deswegen, also warum soll ich mich da quälen, um einfach nur dort zu überleben? Wenn du in New York bist, willst du ja was davon haben von der Stadt, ne? Deswegen, ich sag so, ich verdiene das Geld hier und gebe es in New York aus. So machen wir das. Und ein ganz großes Plus natürlich in LA im Vergleich zu New York ist, das Wetter ist natürlich phänomenal. Ja. Oh das ganze mein Jahr Gott. Rum. Und ich liebe Sommer, ich liebe Sonne, ich liebe Strand. Das macht sowas und, aus. Ja, was will man damit? Das macht sowas mit deiner Stimmung aus, wenn es einfach immer gutes Wetter ist. Ne? Natürlich, ich sehne mich ab und zu auch nach Regen, aber lieber habe ich Sonne und kann rausgehen und weiß, es ist ein guter Tag, als dass es ständig grau ist. Also es ist wirklich eine der größten Punkte. Man sagt Wetter, so oberflächlich. Ja, aber es macht was mit der Laune aus. 100%. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Mehr. Und rein musikalisch gesehen jetzt, New York ist auch eine Hammerstadt, da läuft natürlich wahnsinnig viel. Für die Jazzer ist das natürlich das Mekka. Ja. Aber für mich, der zum Beispiel jetzt Jazz zwar studiert hat und auch viele Jazz... Bis heute, klar, das hat halt diese ganzen historischen Jazzplätze, ne? Also Village Vanguard, Smalls Jazz Club, du hast dann die ganzen, keine Ahnung, Lincoln Center, du hast einen Haufen riesige, ja, also es gibt sehr, sehr viele so Jazz-monumentale Orte dort. Aber dadurch, dass die Stadt so teuer geworden ist, kannst du da einfach auch nicht überleben, wenn du Jazz machst. Muss man ganz ehrlich sagen. Die machen auch alles andere außer Jazz, was sie eigentlich machen wollen. Und deswegen, also man darf sich davon nicht blenden lassen. Ja, es gibt noch diese Orte und die bewahren sich noch diese alte Jazz-Tradition bei. Aber dieses Jazz hat sich aufs ganze Land ein bisschen, würde ich mal sagen, das ist nur mein Eindruck, verteilt. So wie ich es jetzt von einem guten Kumpel mitbekommen habe, in Houston und in Dallas in Texas ist es riesig Jazz. In LA gibt es auch gute Jazz-Momente. Hier sind beziehungsweise sehr viele Musiker leben in Los Angeles. Deswegen hast du hier einfach ein Riesenangebot an Musik und Konzerten und halt Clubs und solche Geschichten und halt die ganzen älteren Jazz-Leute, die leben in LA und die spielen dann einfach mal 5 Minuten weg von mir in diesem Club, der Baked Potato heißt. Und dann sehen wir den einfach an einem Sonntags-Jazz-Session, ne? Und dann spielen die einfach und shredden da ab. Also deswegen, New York, ja, historisch auf jeden Fall ein Mehrwert, aber heute, ich glaube, es gibt, also, ja, also ich finde es ein bisschen überbewertet mittlerweile, muss man echt sagen. Es geht gespielt, aber dennoch mehr in diese kommerzielle Richtung gehen möchte. Yes. Vielleicht auch andere Richtungen, sei es Schauspiel, ja. Frag mich nicht, Produktion natürlich sehr, sehr groß. Dann will ich und muss ich eigentlich nach LA, weil
Auch da hatte ich den richtigen Riecher, absolut Los Angeles. Ich meine, Hollywood ist hier, wie gesagt, ich wohne 5 Minuten weg von quasi den Major Filmstudios und ich arbeite jetzt heutzutage auch on set für gewisse Fernsehshows. Ich habe bei The Voice war ich quasi am Klavier und noch für eine andere Show, American Song Contest, wo Kelly Clarkson und Snoop Dogg gehostet haben. Das war crazy, die live zu sehen, die mit uns am Backstage waren und so. Jetzt arbeite ich auf dem Filmset für eine Fernsehshow. Klar, das kannst du in Los Angeles machen. In München schwierig, da gibt es die Bavaria Filmstudios. aber sonst L.A. ist der Place einfach, wo man das machen kann. Und dadurch, dass ich das ja auch mag und vor der Kamera sein, da habe ich noch nie ein Problem damit gehabt. Ne? Ihr wisst es von Pokito TV damals, ne? Die Hardcore-Fans. Genau. Und deswegen, das ist der Place einfach. Hier macht man das. In Los Angeles. Ja. Weil hier ist das Entertainment-Business ganz groß. So, und wenn du an die richtigen Leute kommst, dann hast du so auch mehr Möglichkeiten, hier was zu machen. So ist es. Auch der Kontakt ist zum Beispiel zusammengekommen mit dieser letzten Show. Mein guter Kumpel, mit dem ich in einem Hotelspiel, ja. Das ist zwar so ein Rooftop-Hotel, aber das ist einfach nur ein super Jam, 2 Stunden, 3 Stunden spielen wir ganz entspannt. Der Typ hat mich gefragt, ob ich bei der Fernsehshow dabei sein will. Also so funktioniert das über Mundpropaganda, über Internet und solche Geschichten. Aber Mundpropaganda ist riesig, wenn es um sowas geht. Das ist nur meine Meinung. Ob das wirklich hundertprozentig so ist, das wird sich jetzt auch zeigen. Vielleicht werde ich auch umziehen dann in 2 Jahren, je nachdem, was sich halt ergibt, ne? Für jetzt so bleibe ich in L.A., ich habe diesen Schritt gemacht und ich genieße es jetzt erstmal. Genau. So sieht's aus. Bleib jetzt einfach mal da. Und Reality, ich liebe es. Nach 2 Wochen, ich habe noch nicht die Schnauze voll. 2 Wochen, Alter. So ich eingelebt, weiß ja noch gar nichts über die Stadt. Das ist nichts Neues für mich. Es ist alles cool und hier kannst du es leben. Also ganz. Ja, also auch da bin ich immer noch meiner Meinung. L.A. ist Hammer. Also die Mentalität ist cool, die Leute sind cool drauf. Aber es hat natürlich auch seine Probleme. Wir haben ein extremes Homeless-Problem mit den Obdachlosen. Ich zumindest bin in einer gewissen Bubble. Ich bin nur unter meinen eigenen Leuten, wird gesagt. Und dann bist du halt an schönen Orten. Du bist halt in 5-Sterne-Hotels, du bist in Pasadena. Du bist halt nicht da an diesen Hotspots, wo es wirklich schlimm ist in dieser Stadt. Diese Stadt ist teilweise extrem schön und teilweise extrem hässlich. Also es gibt gewisse Spots, die einfach natürlich für die Touristen einfach so wahnsinnig schön gemacht wurden. Aber wenn du wirklich hier lebst, dann siehst du auch so ein bisschen die Schattenseiten. Und da habe ich bis heute so ein bisschen einen flauen Magen, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich damit umgehe. Aber das Ding ist, ich möchte mich ja nicht so isolieren und in dieser Bubble zu sein, wo ich nur in diesen rich areas bin. Aber meine Arbeit gibt es halt so vor. Und ich muss dann irgendwie einen Weg finden, wie ich ethisch damit umgehen kann. Ja, ich will irgendwas zurückgeben, aber es gestaltet sich jetzt gerade noch schwierig. Ich glaube, der Moment wird dann kommen, sobald ich mehr Ressourcen habe, damit ich das machen kann. Ja. So, Freunde, ich würde mal sagen, wir belassen es dabei. Es gibt noch einen Teil zu diesem Video. Wir sind noch nicht ganz durch, aber sonst wird das Video auch hier zu lang. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hey, wenn euch das gefällt, bitte lasst doch gerne ein Like da und subscribed oder ein Kommentar und gebt mir gerne Feedback, ob es euch gefällt, weil dann mache ich mehr solche Videos und das gibt mir einfach ein Zeichen, dass ich was Gutes tue und dass es euch einfach Spaß macht. Das ist die Hauptsache. Mir macht es sehr viel Spaß, diese Videos zu machen und mich selbst zu sehen vor 6 Jahren. Aber ja, wenn es euch interessiert und gefällt, bleibt doch gerne dabei. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche beim nächsten Video und genau, Leute, ich wünsche euch was. Ciao.